Aus den besiegten Häusern werden Gefangene geführt, die im Verdacht stehen, für den IS gekämpft zu haben. Ordentliche Gerichtsverfahren gibt es nicht. Schuld von Unschuld zu trennen, ist hier ein eher kurzer Prozess. Ein Indiz: frisch geschnittene Haare. Schau dir das an, er war gerade beim Friseur. Ich schwöre. Du hast sie doch gerade erst geschnitten. Und woher hast du das Geld? Er hat $500 und 3 Ausweise. Sein Telefon ist auch leer. Er hat alle Anrufe und Nachrichten gelöscht. Ich habe nichts getan. Dieser Mann wurde dem Kommandanten der Truppe übergeben. Was aus ihm geworden ist, wissen wir nicht. Die irakischen Elitesoldaten dringen weiter in die Stadt vor. Bewohner der befreiten Gegenden bieten ihnen Tee an. Gelöste Stimmung. Seit Jahren gab es hier nichts als Krieg. Nun plaudern Zivilisten mit Soldaten. Sie kamen unter dem Mantel des Islam. Aber schon fürs Telefonieren konnte man geköpft werden. Die verfeindeten Volksgruppen geeint im Kampf gegen den IS. Zukunftsmusik für den Irak? Wir konnten es nicht fassen, als ihr endlich gekommen seid. Am Anfang hatten wir noch zu viel Angst, rauszukommen. Ihr Jungs seid unsere Hoffnung und mit eurer Hilfe vollenden wir die Befreiung. Die irakische Armee hat den Osten Mosuls inzwischen für befreit erklärt. Sie bereitet sich darauf vor, den IS auch im Westen der Stadt zu besiegen. Das kann Monate dauern. Und auch dann ist der Kampf gegen den Islamischen Staat noch nicht gewonnen. Den IS besiegen. Auch das ein Wahlversprechen von Donald Trump. Nun hat er angeordnet, eine Strategie zu erarbeiten. Natürlich per Dekret. Wie reagiert Europa auf den neuen US-Präsidenten? Einen patriotischen Frühling hat jedenfalls Geert Wilders ausgerufen. In den Niederlanden wird im März gewählt. Dann könnte seine Partei stärkste Kraft werden. Auch er stellt Muslime unter Generalverdacht, wettert gegen das Establishment, will wortwörtlich den Sumpf austrocknen. Nicht umsonst nennen US-Medien Wilders auch den Holland-Trump. Doch inzwischen bekommt selbst er noch Konkurrenz von rechts. Ina Dond über Wilders, seine Wähler und Rechtspopulisten im Aufwind. Das kleine Fischerörtchen Volendam nahe Amsterdam. Keine Moschee und keine Flüchtlinge gibt es hier und doch stimmte bei der letzten Wahl fast jeder Zweite für den Rechtspopulisten Geert Wilders. Auf Traditionen setzt man hier und singt, wenn das Fernsehen kommt, gern auch schon mal ein Heimatlied über die Schönheit des Ortes. Voller Stolz zeigt uns Wim Kaiser sein Heimatmuseum. Alles hier zeugt von einer vermeintlich guten alten Zeit. Kaiser versucht zu erklären, warum hier so viele Wilders wählen. Dass so viele für Wilders stimmen, die meisten in den Niederlanden, das hat nichts mit Rassismus oder Fremdenhass zu tun. Es ist der reine Protest der Leute, dass besser regiert werden muss. Und es müssen andere Leute nach Brüssel geschickt werden, nicht irgendwelche auf dem Abstellgleis, die ihre Taschen füllen wollen. Wir Volendammer arbeiten hart und hassen alle faulen Menschen. Hart arbeiten können die Volendammer. Sie haben sich Jahrhunderte vom Fischfang ernährt und wünschen sich manchmal, dass die Zeit einfach stehen geblieben wäre. Die Fangquoten aus Brüssel hätten dafür gesorgt, dass von 250 Fischern nur noch 4 übrig geblieben sind. Früher war die Altersversorgung der Fischer gesichert, weil sie für die Rente Boot- und Fischfanglizenz verkauften. Doch heute ist die Genehmigung nichts mehr wert und die Boote will keiner mehr haben. Frustrierend ist das für Leute wie Jaap Bond, der mit 64 eine Umschulung machen musste, um seine Rente zu sichern, fährt er jetzt Touristenboote im nahen Amsterdam. Ich stemme Wilders. Ich wähle Wilders, weil ich alles andere schon gesehen habe. Es muss jemand anders ran, eine Veränderung. Vielleicht wird es dann wirklich anders. Schau doch mal im Fernsehen, die Illegalen bekommen alles und man lügt uns an. Es geht immer so weiter, es ist Zeit für Veränderung, genau wie in Amerika mit Trump. Hier haben wir Wilders. Siegessicher gibt sich der Rechtspopulist Wilders, könnte er doch mit seiner Partei für die Freiheit laut Umfragen nach der Wahl stärkste Kraft im Land werden.
aber keine der anderen großen Parteien will mit ihm gemeinsam regieren. Er will Moscheen schließen, den Koran verbieten, die Immigration aus islamischen Ländern stoppen und sucht schon mal den Schulterschluss mit gleichgesinnten Parteien in Europa. Wie hier beim Treffen Mitte Januar in Koblenz setzt er unter anderem auf die AfD in Deutschland und den Front National in Frankreich. Unsere Parteien geben den Menschen die Gelegenheit, gute Patrioten zu wählen. Patrioten, die unsere Grenzen wieder sichern wollen. Patrioten, die die Masseneinwanderung stoppen wollen. Patrioten, die die Souveränität unserer Länder über unser Geld, unsere Gesetze und unsere Zukunft wieder herstellen wollen. Wilders Programm hat auch soziale Elemente. Er verspricht, die Renten zu erhöhen und mehr Geld in die Pflege zu stecken. Das lässt Raum für neue rechtsliberale Parteien. Vor Nederland, für die Niederlande, heißt ein Sammelbecken ehemaliger Wilders-Leute, die sich den Journalisten Jan Roos als Spitzenkandidaten gesucht haben. Geert Wilders ist sozial und wirtschaftlich sehr links. Einfach sozialistisch. Wir sind recht sozialwirtschaftlich. Für uns soll Arbeit sich wieder auszahlen. Wenn man hart arbeitet, muss das Geld auch in der eigenen Tasche bleiben. Wenn man das nicht will und faul rumliegen möchte, soll man eben in der Armut landen. Das ist deine Wahl. Der Politologe Klaas de Vreese beobachtet die Bildung dieser Parteien und ihren Einfluss auf den Wahlkampf. Wilders wird sich wappnen. Wilders hat eine Art Monopolposition gehabt in den vergangenen Jahren. Es wird schwer für sie sein, sich hineinzudrängen, aber es wird wahrscheinlich seine Aussagen noch weiter verschärfen, weil es nun mal mehr Konkurrenz um ihn herum gibt als vorher. Das alles bringt den amtierenden Premier Mark Rutte unter Druck. Wenn seine Rechtsliberalen wieder gewinnen, verspricht er schon mal vorab. Meine Partei wird nach der Wahl weder in der Regierung noch durch Duldung mit Wilders zusammenarbeiten. Sagt er und wirbt dann in einer Zeitungsanzeige vor allem um die Gunst der Wilders-Anhänger. In Richtung Migranten droht er, verhalte dich normal oder verlasse das Land. Ein Rechtsruck, doch einer, für den der Fischhändler Nico Meuer in Volendam Verständnis hat. Er versucht am rechten Rand Stimmen zu bekommen, damit nicht am Ende jeder für Wilders stimmt. Doch am Stammtisch nebenan ist man sich sicher, dass Wilders das Rennen machen wird. Er sagt das eigene Volk zuerst. Und wir haben die letzten Jahre gesehen, dass es genau so sein muss. Unsere Jobs werden weggenommen, die Renten werden halbiert. Das ganze Geld geht in andere Länder. Die Asylsuchenden bekommen iPads und Geld. Und wir tun so, als würde das Geld einfach weiterfließen. Das muss anders angepackt werden. Die Angst, abgehängt zu werden, der Eindruck, andere bekämen alles, keiner, schon gar nicht die Regierung, tue etwas für sie. Es sind vor allem Gefühle, die die Niederländer für Wilders stimmen lassen. Und so spiegelt der kleine Fischerort die Unzufriedenheit im ganzen Land. Und nach den Niederlanden wählt Frankreich. Wer kann Marine Le Pen noch aufhalten? Kandidaten und Skandale dann Thema nächste Woche im Auslandsjournal. Hier geht es jetzt weiter mit spannenden Recherchen über die Deutsche Post. Wie sich Preiskampf und Gewinnversprechen auf Mitarbeiter und Kunden auswirken, berichtet ZDF Zoom. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Maybrit Illner mit dem Thema Trumps Ego-Trip, Mauern gegen den Rest der Welt. Mit Kanzleramtschef Peter Altmaier. Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart und Jürgen Trittin von den Grünen. Maybrit Illner, Donnerstag, 22.15 Uhr im ZDF. Samstag ist Tea Time. Absolut richtig. Und absolut anders. Ich kann den Kerl kriegen, aber das schaffe ich nicht alleine. Da hilft der Profi für Kriminologie. Sie hätten diesen Fall schon lange lösen können. Der Mann ist irre. Ich bin nicht Sherlock Holmes, ich bin Wissenschaftler. Irre klug. Wissen ist der erste Schritt zur Besserung. Die neue Krimiserie. Professor T. Samstag, 21.45 Uhr im ZDF.
Der Arbeitsalltag für Postboten in Deutschland wird immer härter. Heute werden wir behandelt wie der letzte Dreck. Ich habe noch 14 Jahre bis zur Rente, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich das durchhalte. Das gleiche bei der Tochter DHL. Zu viele Sendungen, zu wenig Mitarbeiter. Es sind so viele Pakete, das schafft man einfach nicht mehr. Wissen Sie, was man dann macht? Man fälscht Empfangsbestätigungen. Und am Ende leiden auch die, für die die Pakete bestimmt sind. Die werden meistens beim Nachbarn abgegeben, obwohl man da ist. Und ansonsten kommen sie auch nicht immer pünktlich. Gleichzeitig kommt Druck von den Aktionären, die Gewinne sehen wollen. Der Kurs ihrer Aktie hat sich schlechter entwickelt als der DAX. Druck von allen Seiten auf den Konzern Deutsche Post DHL. Wer zahlt die Zeche? Seit 20 Jahren arbeitet Olaf Brauer als Zusteller bei der Post. Seinen richtigen Namen dürfen wir nicht nennen, er möchte anonym bleiben. Sonst könnte er seine Arbeit verlieren, befürchtet er. Für die Post hat Olaf Brauer immer gern gearbeitet. Aber in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Immer mehr Werbepakete machen die Arbeit schwerer. Das ist nur ein Beispiel. Meine Schulter und mein Rücken machen mir zu schaffen. Ich habe schon 2 Operationen hinter mir. Viele Kollegen bei uns haben gesundheitliche Probleme. Das spiegelt sich auch im Krankenstand bei den Zustellern der Post. Der liegt bei rund 10%. Im Bundesdurchschnitt sind es nur etwa 4%. Oft schaffe ich nicht alles an einem Tag. Die Post bleibt dann liegen und einige bekommen deshalb ihre Briefe nicht. Am nächsten Tag muss ich diese Post zusätzlich ausliefern. So wird die Menge immer größer. Zwar gäbe es weniger Briefe, aber dafür größere Sendungen und mehr Werbung. Das berichten uns auch andere Zusteller. Und er muss immer mehr Briefkästen füllen. Mein Bezirk ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Ich habe zusätzliche Straßen bekommen. Als ich anfing, musste ich 600 Haushalte am Tag beliefern. Heute sind es 1400. Ich habe mich schon darüber beschwert, aber die sagen, willst du Freizeit haben oder willst du Geld verdienen? Dass ihre Bezirke immer größer geworden seien, berichten uns auch andere Zusteller. Steckt ein System dahinter? Ich erfahre von einer Software, die den Arbeitstag der Postboten bestimmt. In Bonn treffe ich einen Post-Insider. Von ihm erhalte ich aktuelle Unterlagen zu IBIS. So heißt die Software der Post, die unter anderem die Größe der Bezirke berechnet. IBIS steht für IT-gestütztes Bemessungs- und Informationssystem. Seit den 90er Jahren arbeitet die Post mit IBIS. In dem System sind die 3 wichtigsten Parameter: die Sendungsmenge, die Zeit und die Strecke. Daraus soll sich dann genau die optimale Bezirksgröße errechnen, die ein Postbote in seiner Arbeitszeit schaffen kann. Doch viele Postboten beklagen, dass die Bezirke mit den Jahren immer größer geworden sind, nie kleiner und heute kaum zu schaffen seien. Ich treffe mich mit Volker Geier. Der Gewerkschafter kennt IBIS in allen Einzelheiten. Er sieht die Software kritisch. IBIS ist ein hochkomplexes System, nachdem die Größe eines Zustellbezirkes festgelegt wird. Also wie viele Straßen, wie viele Haushalte muss ein Zusteller entsprechend bedienen. Es werden dann die Sendungsmengen reingespielt in dieses System. Es ist auch jeder Haushalt hinterlegt, jeder Briefkasten ist im System hinterlegt. Und dann wird berechnet, mathematisch berechnet, wie groß ist dann der Zustellbezirk des Einzelnen. Ja, für den einzelnen Zusteller bedeutet das, dass das Individuelle überhaupt nicht abgebildet ist. Es wird das Lebensalter des einzelnen Zustellers nicht berücksichtigt. Es werden die Besonderheiten in seinem Zustellbezirk nicht berücksichtigt. Das Ganze ist im Endeffekt eine Durchschnittsberechnung, ja, die aber nicht oder in den wenigsten Fällen dann tatsächlich gerecht ist und zutrifft. Ganz so detailreich ist IBIS also doch nicht. Ob und wie viele Treppen es bis zum Briefkasten an einem Haus sind, berechnet die Software in der Regel nicht. Auch Sendungen, die nicht in die Briefkästen passen, sind nicht eingeplant, genauso wenig wie Umwege durch Baustellen. Leidtragende sind Postboten wie Olaf Brauer. Er hat von der Software gehört, aber er weiß nicht, wie ausgefeilt die Post daran arbeitet, ihn immer effizienter zu machen. Ihm wird klar,
IBIS ist verantwortlich für seine Arbeitsüberlastung und dafür, dass die Leute ihre Post nicht bekommen, weil er seinen Bezirk nicht mehr schafft. Ich messe die Zeit an einem konkreten Beispiel. Olaf Brauer braucht für dieses Mehrfamilienhaus normalerweise 2 Minuten, sagt er. Doch heute stockt es mal wieder, denn ein Umschlag passt nicht in den Briefschlitz und der Empfänger ist nicht zu Hause. Er muss benachrichtigt werden. Die Sendung geht zurück. Darf ich ganz kurz zeigen? 2:25. 25 Sekunden wegen der Benachrichtigung länger. Ja, und so etwas wird nie berücksichtigt. Ich habe manchmal nicht eine, sondern 10 Benachrichtigungen. Auch kleine Päckchen werden nicht gezählt. Mein Bezirk ist so groß geschnitten, als gäbe es das alles nicht. Es sind IT-Spezialisten, die sogenannten IBIS-Sachbearbeiter, die die Bezirke zuschneiden. 2015 waren es deutschlandweit rund 52.000 Bezirke. Die Bearbeiter bestimmen am PC darüber, wie viel dem Postboten zugemutet wird. Sie entscheiden auch über das Personal. Dabei gilt, je größer der Bezirk ist pro Zusteller, desto weniger Mitarbeiter braucht die Post insgesamt. So spart die Post viel Geld. IBIS sorgt also für einen eng getakteten Arbeitstag, bei dem viele Besonderheiten der Straßen und Häuser nicht berücksichtigt werden. Aber damit nicht genug. Ein Insider aus der Postverwaltung, der anonym bleiben möchte, erhebt schwere Vorwürfe an die Deutsche Post. Als ob IBIS nicht schon straff genug wäre, werde noch weiter an der Effizienzschraube gedreht. Die Bezirke würden absichtlich überschnitten. Was bedeutet Überschnitt? Überschnitt bedeutet, dass die Post die errechneten Bezirksgrößen ignoriert oder absichtlich größer schneidet. Heißt das, dass die Bezirke größer sind, als IBIS es eigentlich empfiehlt? Genau, das ist der Punkt. Hier wird einfach größer geschnitten, als das IBIS-Ergebnis hergibt. Das ist eigentlich die größte Frechheit gegenüber den Zustellern und das macht sie auch langsam wahnsinnig. Schnittbreiten nennt man das oder Überschneidungsgrößen. Die größeren Bezirke werden nicht mit mehr Personal aufgefüllt. Das regt die Zusteller auf. Hier wird schon ein Bemessungssystem angewendet und dann hält man sich nicht einmal daran. Interne Unterlagen beweisen, was er sagt. Dieser Ausdruck aus dem IBIS-System zeigt den personellen Mehrbedarf, der sich aus dem Überschnitt ergibt. In dieser markierten Spalte steht, wie viele Stunden pro Woche und Zusteller an Mehrarbeit nötig wären. Mal sind es 0,7 Stunden pro Woche, häufig eine Stunde pro Woche. Wir machen eine Rechnung auf. Angenommen, jeder Bezirk in Deutschland würde mit einer Stunde überschnitten, dann könnte die Post bei ca. 52.000 Bezirken deutschlandweit entsprechend 52.000 Arbeitsstunden einsparen. Das wären nach unserer Rechnung über 1.000 Zusteller weniger, die man beschäftigen müsste. Besonderheiten, die nicht berücksichtigt werden? Zu groß geschnittene Bezirke, um Personal einzusparen? Darüber wollen wir mit der Post sprechen. Doch ein Interview bekommen wir nicht. Stattdessen eine schriftliche Stellungnahme. Die Zustellbezirke werden in einem statistisch abgesicherten Verfahren bemessen. Ein Zeichen dafür, dass die Bemessung die Situation vor Ort realistisch abbildet, ist die Tatsache, dass über 99% der Zustelltouren durch unsere Briefzusteller innerhalb der gesetzlich geregelten Arbeitszeit regulär abgeschlossen werden. Für Olaf Brauer muss das wie Hohn klingen. Er versucht, wie jeden Tag seine Vorgaben zu erfüllen. Für ihn sei alles schlechter geworden und das werde sich auch nicht mehr ändern, glaubt er. Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Arbeiten bis zum Umfallen. Ich habe noch 14 Jahre bis zur Rente, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich das durchhalte. Immer mehr Kollegen schaffen das nicht. Sie gehen genauso wie ich jeden Tag mit der Faust in der Tasche zum Dienst. Früher war alles viel familiärer. Heute werden wir behandelt wie der letzte Dreck. Warum erhöht die Post den Druck auf ihre Mitarbeiter? Auf der Hauptversammlung der Deutschen Post AG in Frankfurt bekomme ich Antworten. Trotz guter Umsätze ist das vergangene Geschäftsjahr nicht optimal verlaufen. Der Gewinn ist um fast 20% zurückgegangen. Für die Aktionäre gibt es diesmal keine Dividendenerhöhung. Wir können nicht mit der Kursentwicklung zufrieden sein. Der Kurs Ihrer Aktie hat sich schlechter entwickelt als der DAX.
Er hat sich im Jahresverlauf auch negativ entwickelt. Das stellt uns sicherlich nicht zufrieden. Und deswegen müssen wir hart arbeiten, dass wir diesen Trend umkehren. Der Chef des Konzerns möchte an den ehrgeizigen Gewinnzielen festhalten. Jedes Jahr 8% Gewinnsteigerung bis 2020. Seine große Hoffnung? Der boomende Onlinehandel. Wir bitten um ein Interview mit Konzernchef Frank Appel zur Unternehmensstrategie. Ohne Erfolg. Nach außen hin geben sich die Deutsche Post AG und ihre Tochter DHL modern und innovativ. Sinnbild für hochfliegende Pläne. Die Paketdrohne. Doch der Wettbewerbsdruck wird immer härter, gerade im Paketgeschäft, wo jetzt auch der Online-Riese Amazon einsteigen möchte. Deswegen machen sich die Aktionäre Sorgen. Marc Tüngler nimmt auf dieser Hauptversammlung das Stimmrecht vieler und gewichtiger Aktionäre wahr. Die Entwicklung im Paketgeschäft beunruhigt ihn schon länger. Was bedeutet Amazon für die Post? Amazon und vor allen Dingen jetzt auch die Information, dass Amazon selbst auch Pakete zustellen möchte, ist eine große Herausforderung für die Deutsche Post, weil schlichtweg jetzt ein großer Kunde, eigentlich der größte Kunde der Post, damit wegfallen könnte. Und bisher war das eine Partnerschaft. Die Partnerschaft zwischen der Post und Amazon hat Innovationen getrieben. Und jetzt ist die Frage, was passiert da gerade, wenn Amazon selbst jetzt die Innovationen treibt? Was passiert denn mit der Post? Und die Post muss jetzt richtig Gas geben. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wenn man sich auch die Zahlen und den Erfolg der Deutschen Post anguckt, gerade im Briefpaketbereich, dann ist es nicht mehr der Brief, der das Ergebnis bringt, sondern es ist schlichtweg das Paketgeschäft, was in Deutschland und jetzt zukünftig hoffentlich auch in Europa den Ertrag bringt. Und wenn diese Ertragssäule jetzt wegfällt oder zumindest ein Viertel oder ein Drittel davon, dann tut das richtig weh und dann ist auch die Wachstumsstory der Post mindestens gestört, wenn nicht sogar abgebrochen. Wenn sich Amazon also entscheidet, die eigenen Pakete selber zuzustellen, dann könnte die Post einen ihrer wichtigsten Kunden verlieren. Nach Berechnungen von ZDF Zoom könnte der Anteil von Amazon am Paketumsatz der Post bis zu 30% ausmachen. In München gingen bereits Marktanteile verloren, denn hier liefert Amazon innerhalb von einem Tag oder wenigen Stunden ohne Postservice. Next Day oder Same Day nennen sie das. Da, wo wir entweder mehr Kapazitäten brauchen, weil die Kunden mehr Next Day oder Same Day bestellen, oder da, wo wir etwas Neues ausprobieren wollen mit mittelständischen Partnern, da suchen wir eben ganz genau und wir wählen sehr sorgfältig aus, wen wir uns mittelfristig auch wirklich als Partner mit ins Boot holen. Amazon als neuer Wettbewerber im Zustellgeschäft. Ein Kunde wird zum Konkurrenten. Amazons Ambitionen sind für die Post bedrohlich. Druck kommt auch von den Privatkunden. Nie zuvor haben sich so viele Menschen über die Zustellung bei Verbraucherzentralen und der Bundesnetzagentur beschwert. Also wenn wir das untereinander mit den Nachbarn nicht organisieren, dass wir gegenseitig die Pakete annehmen, dann klappt eigentlich fast gar nichts. Es gibt im Internet eine Nachricht, dass sie mich nicht erreicht hätten. Ich war definitiv zu Hause. Die werden meistens beim Nachbarn abgegeben, obwohl man da ist. Und ansonsten kommen sie auch nicht immer pünktlich. Ja, DHL ist so eine Sache. Können Sie kurz erzählen? Ja, die teilweise stellen sie überhaupt gar nicht zu. Also wir sind zwar da und warten auch tatsächlich und nachher heißt es, der Empfänger war nicht anzutreffen. Obwohl sie definitiv zu Hause waren. Ja. Beschwerden von Kunden, unzufriedene Mitarbeiter. Hat das etwas mit der Umstrukturierung bei DHL zu tun? Die Post hat Anfang 2015 unter dem Namen DHL Delivery 49 Tochtergesellschaften gegründet. Das Versprechen an die Mitarbeiter lautete, befristete Arbeitsverträge in feste Verträge umzuwandeln. Dafür verdienten die Paketfahrer bis zu einem Drittel weniger. Wir hören, dass die Post seitdem Probleme hat, Mitarbeiter zu finden. Laut internen Informationen der Post, die ZDF Zoom vorliegen, ist die Fluktuation bei DHL Delivery 6-mal so hoch wie im Mutterkonzern. Kaum ein Paketbote möchte mit mir darüber vor der Kamera sprechen, aus Angst um den Arbeitsplatz. Nach langer Suche finde ich doch noch zwei Zusteller, die bereit sind, mir von ihrer Arbeit zu erzählen. Beide waren bei DHL angestellt und sind vor anderthalb Jahren zu einer der neuen DHL-Delivery-Gesellschaften gewechselt. Veränderungen gab es schon im Kleinen. Wir bei DHL Delivery sind schlechter ausgerüstet. Wir bekommen abgelegte Klamotten, Hosen mit Löchern und so. Dabei leisten wir genauso viel wie die anderen. Man hat uns da reingedrängt und gesagt, entweder Arbeitsamt oder Wechsel.
Es sind so viele Pakete. Das schafft man einfach nicht mehr. Und wenn der Empfänger nicht da ist, werfen wir oft Benachrichtigungszettel ein, anstatt beim Nachbarn zu klingeln. Das geht einfach schneller. Oder man fälscht Unterschriften. Der Trick ist, dass man sagt, der Empfänger hätte das Paket angenommen und unterschrieben. Dann brauchen wir das Paket nicht wieder mitzunehmen und können es irgendwo abstellen. Der Druck zwingt uns ja dazu. Bei Amazon Prime ist das nicht so einfach. Wenn da was zurückgeht, gibt es richtig Ärger. Es ist irgendwie unwürdig. Viele Kollegen haben eine Pinkelflasche dabei, eine leere Colaflasche oder etwas Ähnliches, wenn man mal muss. Wo soll man denn sonst hingehen bei dem Stress und mitten in der Stadt? Sie fühlen sich wie Kollegen zweiter Klasse. Zu hohe Arbeitsbelastung, abgelegte Arbeitskleidung und immer noch viele Zeitverträge. Was sagt die Post dazu? Die Arbeitsbedingungen unserer in den Delivery-Gesellschaften beschäftigten Mitarbeiter sind in den regionalen Tarifverträgen der Speditions- und Logistikbranche geregelt. Allen Mitarbeitern stellen wir alle verfügbaren Betriebsmittel zur Verfügung. Dazu gehören neuestes ergonomisches Schuhwerk oder auch Allwetterjacken. Der Kostendruck im Gesamtkonzern schlägt sich auch im internationalen Transportgeschäft nieder. DHL ist seit Jahren weltweit im Frachtgeschäft aktiv. Ob Autoteile oder Möbel, die Laster rollen für DHL quer durch Europa. Wir folgen Hinweisen, dass es in Deutschland und anderen europäischen Ländern Missstände geben soll. Auf mehreren Rastplätzen mache ich mir ein Bild und treffe auf Fahrer, die in ihren Fahrzeugen leben, fernab von ihren Familien. Teils kampieren sie regelrecht zwischen den Lastern unter miserablen hygienischen Bedingungen. Und das mitten im reichen Europa. Spätestens nach 2 Wochen muss das Fahrzeug stehen bleiben. 45 Stunden Pause. Das ist europäisches Gesetz. Die Fahrer dürfen diese Zeit eigentlich nicht in ihren Kabinen verbringen. Doch daran hält sich kaum jemand. Für ein Hotel reicht das Geld nicht. An der deutsch-belgischen Grenze suche ich Kontakt zum Fahrer eines rumänischen LKW mit DHL-Anhänger. Auch er scheint in seinem Laster zu leben. Wir kommen ins Gespräch. Ah, hi. Hey. Ihre Firma fährt im Auftrag von DHL? Ja, genau. Von DHL. Da, sehen Sie. Wie lange er bereits unterwegs ist, möchte ich wissen. Moment. Ich schreibe es Ihnen auf. Ah, 90 Days. 90 Tage. Hey. Hey. Ja? Er lädt mich ein, mir alles anzusehen. Sleeping. Schauen Sie, so schlafe ich. Ah, hier, in this. Ah. Was er verdient, will ich wissen. Mit den Fingern malt er eine Zahl. 200 Euro im Monat. Okay. Dazu kämen noch Zulagen, das wären insgesamt 1.500 Euro. Ja. 1.500 Euro. Das ist viel für rumänische Verhältnisse. Aber dafür zahlt er einen hohen Preis. 90 Tage lebt er schon ohne seine Familie im Laster. Das tagelange Kampieren in den LKW wird in Deutschland oft toleriert, in Belgien aber streng verfolgt. Auf der belgischen Seite der Grenze kontrolliert die Polizei die Fahrer regelmäßig. Raymond Lausberg ist Chef einer belgischen Polizeieinheit. Er hatte sich zur Aufgabe gemacht, gegen menschenunwürdige Verhältnisse im Frachtverkehr vorzugehen. Dabei geht es ihm besonders um Fahrer osteuropäischer Speditionen, die im Auftrag von westeuropäischen Firmen fahren. Er scheut sich nicht, den Speditionen bei Verstößen saftige Strafen aufzubrummen. Der junge Fahrer ist seit Ende Juni in seinem LKW, also knapp fast 3 Monate. Dann wird er schon langsam ein bisschen unverschämt, dass man so mit Menschen umgeht. Ja. Und wir in Europa zugucken. Schuld an den Zuständen sind für ihn die großen Logistiker, wie DHL. Denn die würden die Frachtpreise drücken, die pro Kilometer berechnet werden. Welches Motiv hat denn DHL? Also ganz einfach. Die wollen zum billigsten Preis auf dem Markt anbieten. Also wir haben Preise im Moment von unter 80 Cent pro Kilometer. Wenn Sie mit einem ehrlichen Unternehmer reden, der muss mindestens 1,05 € haben. Und die Preise wollen Sie einfach mal nicht mehr bezahlen. Mhm. Und dann wollen die großen Logister, die sich immer breiter auf den Markt machen, einfach von diesen Menschen hier, die unterbezahlt sind, wollen sich von diesen Menschen bedienen lassen. Mhm. Und das geht einfach nicht. Ein Tag später.
Lausberg hat zwei Lkw aus Litauen gestoppt und überprüft Lenk- und Ruhezeiten. Dass westliche Firmen auf billige Fahrer aus Osteuropa zurückgreifen, ist für ihn Alltag. Also die suchen jetzt noch billiger. Ich hatte vor letzten Monat sogar einen Filipino am Fahrer. Das heißt, das Problem verlagert sich jetzt nach Osten? Noch billiger. Noch geiler, ja. Ah ja. Und an der Spitze stehen die großen Logistiker. Je größer die Logistiker, umso dreister werden sie. Darf ich noch mal die Frachtpapiere kurz sehen von ihm? Die Frachtpapiere sind eindeutig. DHL ist der eigentliche Auftraggeber, der Litauer, auch wenn man das den Lastern von außen nicht ansieht. Beim nächsten Fahrzeug sieht man es gleich. Lausberg stoppt einen Lkw mit DHL-Schriftzug. Der Anhänger ist in Deutschland zugelassen, aber die Zugmaschine und der Fahrer kommen aus Rumänien, von der Firma Aquila. Raymond Lausberg überprüft die Papiere und die Fahrerkarte, befragt den Fahrer. Auch hier scheint die Lage eindeutig. Rechtswidrig hat er seine Wochenenden im Lkw verbracht. Hotelübernachtungen kann er nicht nachweisen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen. Dann hat er eine Pause, wo er zu Hause ist. Dann kommen 13 Wochen an einem Stück, dann wieder eine Pause. Und jetzt ist er im Moment ist er in der 10. Woche von zu Hause weg. Ja. Hat mir gerade erzählt, er hätte zwei Kinder. Ja. Er verdient also einen Hungerlohn. Ja. Was kriegt er pro Monat? Der wird pro Tag bezahlt, der hat also 45 Euro am Tag, also hat er knapp 1350 Euro im Monat. Ja. Ein deutscher Fahrer hätte 1000 Euro mehr. Ja. Jetzt haben wir verstanden, warum der Hänger von ihm gezogen wird. Sie übernachten an den Wochenenden auf Rastplätzen? Ja, so steht es in meinem Arbeitsvertrag. Und wie machen Sie das mit der schmutzigen Wäsche? Die wasche ich hier in diesem Eimer. Aber da ist jetzt Müll drin. Lohndumping und unwürdige Arbeitsbedingungen auf Kosten der Fahrer, damit DHL für günstige Preise Transporte anbieten kann? Das scheint ein System zu sein, von dem eine ganze Branche lebt. DHL ist nicht der einzige Logistiker, der direkt oder über Subunternehmer auf billige Arbeitskräfte aus Osteuropa zurückgreift. Aber DHL ist einer der größten. Die rumänische Firma Aquila ist mir aufgefallen. Sie scheint viel für DHL zu fahren. Auf meine schriftliche Anfrage zu dem, was ich gesehen und gehört habe, erhalte ich keine Antwort von Aquila. Deswegen möchte ich in Rumänien versuchen, Kontakt zu dem Unternehmen aufzunehmen. Rund 60 Kilometer nördlich von Bukarest hat die Firma ihren Sitz in Ploiești. Mich interessiert, wie begründet die Firma, dass ihre Fahrer während der Ruhezeiten unter unwürdigen Bedingungen in den Lkw kampieren? Und werden deutsche Mindestlöhne bezahlt? Die sind nämlich gesetzlich vorgeschrieben, wenn der Lkw in Deutschland beladen wird. Do you work with yes. this? Yeah. Yes. Stop, please. An der Pforte schickt man mich zum Hauptsitz der Firma, ein paar Blocks weiter. Meine Assistentin begrüßt mich und versucht, den Transportchef zu erreichen. Jetzt können Sie mit ihm sprechen. Hallo? Zu einem Interview vor der Kamera ist der Transportchef der Firma nicht bereit. Er versichert mir aber, dass bei Aquila alles ganz legal abläuft. Ihr Deutschen würdet euch umgucken, wie sich eure Waren verteuern würden, wenn wir Transportpreise nehmen, wie sie in Deutschland üblich sind. Um genauer zu erfahren, wie das Lohndumping-System funktioniert, recherchiere ich undercover weiter. In Bukarest mieten wir ein Büro an, kontaktieren rumänische Transportfirmen. Wir geben uns als deutsche Spediteure auf der Suche nach billigen Subunternehmen aus. Es meldet sich ausgerechnet ein Mitarbeiter von der Firma Aquila. Wir vereinbaren ein Treffen, das wir mit versteckter Kamera aufzeichnen. Wir schicken unsere Fahrer in Kleinbussen nach Westeuropa. Sie bleiben da 2,5 Monate. Dann kommen andere Fahrer mit Kleinbussen. Die leben im Laster. Das ist manchmal ein Problem in Belgien und Frankreich. In Deutschland wird das aber nicht kontrolliert.
Dass die Fahrer manchmal wochenlang im LKW leben, scheint für ihn kein Problem zu sein. Auftraggeber wie DHL wären eben nicht bereit, mehr zu bezahlen. Ob die Fahrer den deutschen Mindestlohn, auf den sie ein Anrecht haben, bekämen, möchte ich wissen. Also unsere Fahrer haben den Lohn von Rumänien und dann nochmal 55 Euro am Tag. Das entspricht dann dem Mindestlohn in Deutschland. Deutsche Fahrer wollen nicht so viel arbeiten und so lange weg sein von zu Hause. Das ist das Problem. DHL will zwar eine Bestätigung, dass wir das Gesetz einhalten, sie kontrollieren das aber nicht. Der Preis pro Kilometer, den er mir bietet, beträgt 97 Cent. Ein deutscher Spediteur kalkuliert mit ca. 1,10 Euro pro Kilometer. Bei einer einzigen Fahrt geht es also schnell um hunderte Euro. Sein Lohnmodell sah so aus. 200 Euro pro Monat plus 55 Euro Zulagen am Tag. Das wären 1.650 Euro im Monat. So käme man tatsächlich auf den deutschen Mindestlohn. Es werden jedoch kaum Sozialabgaben fällig. Zurück in Deutschland. Ist dieses Modell mit dem deutschen Mindestlohngesetz vereinbar? Für 2016 hieße das 8,50 Euro pro Stunde. Das soll mir ein Fachanwalt für Speditionsrecht einordnen. Holger Nesbitt ist einer der wenigen Rechtsspezialisten für die Branche und hilft auch internationalen Fahrern bei rechtswidrigen Verträgen. Wir berichten ihm, was uns in Rumänien angeboten wurde. Das Mindestlohngesetz sagt so, es muss ein Mindestlohn, ein Stundenlohn von 8,50 Euro gezahlt werden. So. Wenn die jetzt sagen, so, wir zahlen ein Grundgehalt von 200 Euro, ja, dann nehmen Sie einen Taschenrechner. Wie viele Stunden kann der, sag ich mal, dann im Monat nur arbeiten? Da kommt nicht viel zusammen, ne, wenn Sie 200 Euro durch 8,50 Euro rechnen. Ne? So. Und Sie können es nicht auffüllen durch Spesen oder sonstige Zulagen. Das geht einfach nicht, weil es eben keine Gegenleistung für Normalarbeit ist. Ja. Es ist keine Gegenleistung für Normalarbeit. Das ist per se nicht möglich. Das ist so nicht möglich. Sie können durch sonstige Zulagen oder Spesen die Voraussetzungen des Mindestlohngesetzes nicht erfüllen. Die zuständigen Behörden wie der deutsche Zoll sehen das nicht ganz so eng und erkennen Zulagen oft an. Rechtlich ist das Ganze umstritten. Die Post aber haftet in jedem Fall, sollte einer ihrer Subunternehmer gegen das deutsche Mindestlohngesetz verstoßen. Ein tschechischer Fahrer hat bereits eine Klage gegen DHL angekündigt. Die Post teilt uns mit: Jeder Unternehmer ist dazu verpflichtet, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Dazu gehört auch die Einhaltung der jeweiligen Mindestlöhne und der Lenk- und Ruhezeiten. Die DHL Freight verpflichtet ihre Servicepartner vertraglich zur Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. Der Druck, unter dem Deutsche Post und DHL stehen, ist enorm. Er wird nach unten weitergegeben. Postboten werden auf Effizienz getrimmt, Personal wird eingespart, Löhne werden gedrückt. Inzwischen steigen die Gewinne wieder, erwartet wird ein Rekordergebnis. Das freut die Aktionäre. Mitarbeiter und Kunden zahlen die Zeche. Von Martins Wagen fehlt weiter jede Spur. Und von Martin, Lukas genauso. Wo ist Martin? Ich habe ein scheiß Gefühl. Du reißt dich jetzt zusammen. Verpiss dich jetzt, klar? Der Bergdoktor. Donnerstag, 20.15 Uhr im ZDF. Ich würde gerne das Kind abholen von meiner toten Schwester. Geboren am Ganges. Sie ist meine Tochter. Du musst doch verstehen, dass ich Suri mit nach Deutschland nehme. Zerrissen zwischen zwei Welten. Wir müssen Suri retten. Wir beide. Fluss des Lebens. Sonntag, 20.15 Uhr. Neu im Dorf. Bei dir wurde schon eingebrochen, du hast betrogen, jemanden umgebracht und wurdest von der Polizei gesucht. Reich, versnoppt und schlau. Es gibt einen Mörder im Dorf. Was? Agatha Raisin. Die Deutschlandpremiere. Ab 10. Februar. ZDF Neo.
Die wunderbare Pega Feridoni ist heute unser Gast. Außerdem freuen wir uns auf den FDP-Chef Christian Lindner heute bei uns. Dann Wolf Biermann, der eine wirklich lesenswerte Autobiografie vorgelegt hat. Und Ralf Freund, Sie alle jetzt bei uns. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Vielen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, als dieser Mann das letzte Mal bei uns hier im Studio saß, da sagte er auf die Frage, wie es denn um seine Partei stehe, da brennt gerade die Hütte. Und Wolfgang Kubicki sagte wenig später auf demselben Stuhl sitzend übrigens, Christian Lindner und ich, wir sind gerade die Trümmerfrauen der FDP. Es war die Zeit, als Parteivorsitzender der Liberalen zu sein, nicht mehr nach Spaß klang, sondern eher nach 50 Shades of Grey. Aber untergegangen, sagt er, untergegangen bin ich schon vorher. Und zwar nach meinem Rücktritt als Generalsekretär. Privat, körperlich, politisch, in jeder Beziehung. Wie kommt man aus einer solchen Krise wieder raus? Was treibt einen an? Möglicherweise die Erfolge, die sich plötzlich wieder einstellen? Oder gibt es da noch eine andere Kraftquelle? Herzlich willkommen, Christian Lindner. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Vielen Dank. Ja, und wir freuen uns, dass dieser Mann heute bei uns ist im November. Ich darf das einfach unhöflicherweise sagen, 80 Jahre alt geworden. Ein Mann mit einer unglaublichen Geschichte. Statt von Ost nach West ging er als junger Mann mit 16 von West nach Ost. Den größten Querulanten der DDR hat ihn mal einer genannt. Und so sah das vermutlich auch die Stasi. 1976, während einer Konzertreise nach Köln, bürgerte ihn die DDR einfach aus. Damals, so hat er später mal gesagt, kam mir beides abhanden. Meine Freunde und meine Feinde. Aber warum das alles so kam, das begreift man erst, wenn man sich mal in seine Biografie vertieft. Ein hochgelobtes Buch, ein Bestseller, tolles Buch, das, wenn man es mal wirklich genau liest, davon erzählt, wie ein kleiner Junge seinen Vater vermisst. Und zwar auch heute noch mit 80. Herzlich willkommen, Wolf Biermann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und weil wir auch darüber reden, weil wir heute eben auch darüber reden, wie schnell sich die Dinge zum Unguten ändern, ist es gut, ihn heute hier zu haben. Wir haben uns schon einmal getroffen. Das war kurz nach der amerikanischen Präsidentenwahl, deren Ergebnis er präzise vorhergesagt hatte. Donald Trump ist der richtige Mann für diesen Job, hat er damals gesagt. Und wir wollen heute von ihm wissen, ob er bei dieser Aussage bleibt oder ob er uns heute möglicherweise alternative Fakten präsentiert. Er ist zwar in Frankfurt geboren, hat aber in den USA studiert und fing nach seiner Rückkehr nach Deutschland an, die Republikaner auch hier bei uns zu vertreten. Herzlich willkommen, Ralf Freund. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wo wir gerade bei Donald Trump sind, tolle Frau heute bei uns in der Runde, die zwar in Deutschland aufgewachsen ist, echte Berlinerin, aber in Teheran geboren und sagt, ich glaube kaum, dass ich im Moment ein Visum für Amerika bekäme. Gerade kommt sie allerdings aus Indien, wo sie für Dreharbeiten war und hat dort erlebt, wie alles mit allem zusammenhängt, westlicher Reichtum und indische Armut auf der anderen Seite. Und sie erzählt, was jeder erzählt, der sich mal die Mühe macht, die andere Seite der Medaille zu sehen. Man läuft an Menschen vorbei und man weiß nie so richtig, schlafen die oder sterben die gerade? Was müssen wir daraus lernen? Das ist die Frage. Herzlich willkommen, Pega Feridoni. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Also, es gibt viel zu besprechen, vor allen Dingen eine sehr intensive Biografie zu besprechen. Herr Freund, die erste Frage muss an Sie gehen. Wie zufrieden sind Sie? Wie läuft's mit Donald Trump? Also Donald Trump macht ja das, was wir von ihm erwartet haben. Er ist nicht der Typ von Politiker. Wie würden Sie das nennen, was er gerade macht? Naja, er macht das, oder? Was er gesagt hat, er tun möchte. Man wirft der Politikern oft vor, dass sie eben nach Wahlen nicht das machen, was sie vorher gesagt haben. Trump macht exakt das, was er gesagt hat. Das müssen wir nicht alle gut finden, aber er packt Dinge an. Aber Sie haben ja damals in der Sendung auch gesagt, er wird natürlich keine Mauer bauen. Nein. Das heißt, Sie sind davon ausgegangen, dass er die Unwahrheit sagt oder das nicht so meint. Er hat ja auch gesagt, er will 11 Millionen Mexikaner aus dem Land ausweisen, ja. Illegal. Ist aber jetzt Unfug. Baut er diese Mauer. Jetzt baut er die Mauer, aber er baut sie nicht auf 4.800 Kilometer Länge. Er macht Grenzsicherung, er wird einen Stacheldraht machen, er macht keine Mauer, wie wir sie kennen in Deutschland. Haben Sie da alternative Fakten?
Nein, also ich vermute mal, die technische Umsetzung durch die Wüste, eine Betonmauer zu bauen, kann man machen, wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt eine Grenzsicherung, er wird den Grenzetat verdoppeln. Ich gehe jede Wette ein, er wird keine 4.800 Kilometer Betonmauer bauen. Das ist unrealistisch. Finden Sie das gut, was da gerade passiert? Illegale Immigration ist ein Problem, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland. Und wir haben es ja erlebt, wenn eben man sich in der globalen Welt an globale Spielregeln nicht hält, dann muss man eben dann zu nationalen Lösungen möglicherweise vorübergehend greifen. Wir tun das in Deutschland ja nun genauso und haben eine deutsche Grenzsicherung, weil Schengen im Augenblick in der Außengrenze nicht gut funktioniert. Das Gleiche macht USA. Es gibt Grenzsicherung, sogar der Schutz der Grenze hat Verfassungsrang in USA. Und dem sind die Administrationen der USA vorher nicht nachgekommen. Legale Immigration ist eine Sache, illegale Immigration. Aber trotzdem noch mal die Nachfrage. Sie vergleichen jetzt nicht ernsthaft die deutsche Situation mit der amerikanischen. Niemand hat hier die Absicht, das war mal, ja, aber jetzt nicht mehr, wirklich nicht die Absicht, eine Mauer zu bauen. Gut, aber die Balkanroute ist ja auch mit dem Stacheldraht ja nun letztendlich geschlossen worden. Also es kann doch nicht sein, dass jemand, der sich anstellt, ganz normalen Immigrationsantrag stellt, dass der bearbeitet wird, das dauert Jahre.